Hallo und ein herzliches Willkommen zurück hier bei The Evil Within. Weiter geht's im Text. Hier in der U-Bahn-Schacht, wo wir auf dem Weg zur Klinik sind, sind ja durch ein paar Zombies, Rubiklone und alles durchgeschlendert. Und ja, hier haben wir Strom. Interessant. Ich muss jetzt da runter durch. Ja. Das kann ich sicher nicht mehr, weil er dann gleich aufsteht, oder? Verbunden. Gut. Hast du mal Glück gehabt. Und zack. So eine Falle. Zähl mir noch nichts. Zähl mir nicht, dass hier nichts passiert. So. Okay, doch. Oh, noch mehr solche Dinger. Hey, hier ist ein Generator. Das sieht ziemlich neu aus. Das ist kaputt. Kann ich nicht durch. Aha, da ist schon wieder so ein Hebel. Boah. Alter. Hör mir auf. Hebel? Ich traue dem Hebel nicht. Kommt das hier noch was? Kommt denn jemand? Hallo? Hallo? Naja. Aber das lebt. Lebt. Oh mein Gott. Hä? Was ist denn hier? Generator. Licht. Sonst ist hier nichts. Komische Sache. Irgendwas versteckt, wenn ich drauf hau. Nein. Das hat mir ja schon mal. Hey! Die Ratte hat es gerade ein bisschen zermatscht. Oh mein Gott. Da ist noch Plörre. Plörre. Da haben wir wieder 12.750. Yeah, aber wir gehen jetzt erstmal hier rein. Erstmal Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra. Seit ich das Paket erhalten habe, ich habe Angst davor, das Beweismaterial meiner Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da sprach, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigern. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Lilis Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen, aber sie verraten mir nichts. Weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in meiner Verdächtigen, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken, aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Okay. Haben wir doch wir sie umgebracht? Ich habe immer auch die Vermutung, dass wir dran schuld sind und wir haben sie umgebracht. Naja. Weil es hieß ja einmal, wir sind schuld. Jetzt sind wir schon wieder hier. Immer noch alles kaputt. Hier hat sich sonst nichts verändert, außer dass hier alles kaputt ist. Na? Hallo? Ist hier jemand? Kann ich bei dir reingucken? Nein, natürlich nicht. Hat sich auch nichts getan. Guckst du dir eine Vermisstenanzeige an? Haben Sie etwas vergessen? Nein, eigentlich nicht. Na, wer wird vermisst? Was? Okay. Vermisst? Aber sie ist... Sie ist doch... Hä? WTF? Tatjana. Vermisst Tatjana Gutierrez, Pflegerin in der Bacon-Nervenklinik. Sie verschwand während ihrer Spätschicht. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sie das Gebäude verlassen hat. Wie geht denn das? Es wird die... Hä? Ich verstehe es nicht. Ist zu viel. Wird sie auch noch vermisst? Was heißt das meistens, wenn jemand vermisst wird? Bossfight? Boah, die Karte. 4, 6, 8, 9. Ja. Haben wir eigentlich einen Schlüssel gefunden? Nein, haben wir natürlich nicht. Sie wird vermisst. Unglaublich. Unglaublich. Warum wird sie vermisst? Jetzt gehen wir erstmal noch mal kurz auf den Sessel des Todes der Gehirnsuppe.
Fitness haben wir ja Lebensanzeige voll. Maximale Sprintdauer. Na, zu teuer. Nahkampf brauchen wir nicht. Und dann brauchen wir auch nicht. Waffe. Schadensmultiplikator. Magnum Revolver. Das haben wir ja auch fertig. Genauigkeit. Magazinkapazität. Brauche ich eigentlich nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Alles gut. Alles gut. Schadensmultiplikator für die Magnum. Schadensmultiplikator für die Schrotflinte. Die Waffe ist ziemlich heftig. Bolzen, ja, kann ich natürlich auch machen, aber ich könnte auch Qualmbolzen hingehen. Sagen Explosivbolzen, dass die mehr Schaden machen. Okay, die sprengen da und der hohe Schaden bewirkt 100 Gegner in einem Umkreis von 3 Metern, aber der Schaden nimmt mit Entfernung zur Explosion ab. Macht halt einfach mehr Schaden. Ja, ja, Magnum, das ist nicht mehr Magnum. Muni mitnehmen kann, Scharfschützenmuni mehr mitnehmen kann, da habe ich fertig. Granaten könnte ich mal mitnehmen, war mich fertig. Mehr Granate. Kostet aber 8000, hätte ich noch 4000. Na, ich brauche keine Granaten. Magnum. Magnum finden wir leider zu wenig, um zu sagen, ja, komm, nimm mal. Reichweite, Nachladegeschwindigkeit. Sind wir ja auch ziemlich langsam. Aber die eine Sekunde da. Ja, Spanngeschwindigkeit. Warum haben wir hier Spanngeschwindigkeit? Ich benutze ja gerne die Bolzen. Also deswegen Nachladegeschwindigkeit. Reichweite und Nachladegeschwindigkeit. Komm, ich will Nachladegeschwindigkeit. Zack. Wieder zwei Sachen abgeschlossen. Ja. Da ich ja so gerne die Bolzen benutze, denke ich mal, kommt es ganz gut. Und will ich noch kurz speichern. Spielstand wird überschrieben. Ja. So. Wohin ist sie jetzt? Unsere Nervenklinik-Tussi. Werden wir wahrscheinlich das rausfinden. Werden sie wahrscheinlich gleich treffen. Jedes Mal, wenn man Vermissten treffen. Oh, Mann. Hallo. Da ist der Weg, oder? Nein, da ist nicht der Weg. Hä? Boah. Was willst du hier? Was willst du hier? Der macht mir nur den Weg frei. Der stirbt nicht. Unglaublich. Schiss braucht denn der? Stirb! 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 Der macht mir den Weg frei. Dum, dum, dum. Hier ist immer noch nichts. Ich kann jetzt aber nicht glauben, dass hier nichts ist. Egal. Muni, das ist gut. Gefällt mir. Oh, Wasser, nein. Wasser ist immer ein Zeichen von... Ach du Scheiße. Okay. Okay. Ich könnte eine Spritze nehmen. Ich habe ja vier. Ich nehme mal eine Spritze, nehme ich zur Vorsicht. Zack, den war fast wieder voll. Wir werden... Tentakel. Tentakelviech treffen. Oh mein Gott. Tentakelviech. Oh Scheiße. Da ist der Weg. Tentakelviech. Voll mir. Harpunbolzen, das haben wir ja voll. Wir haben nochmal Plörre. Ich hätte gern nochmal Statuetten, ja? Statuetten. Ah, da ist eine Falle. Na, die ist ja böse gespannt. Nein, nein, nicht mit mir. Die Falle haben wir. Ah. Sieh mal einen an.
Gibt's hier noch Reservewege, hä? Hier geht's gut, hä? Natürlich. 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 Brauchst noch ein paar Schüsse. Natürlich. Normal. Ist hier was? Aha. Wieder verbrennen. Brenne, 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 brenne. Gott, 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 Gott. Nie Falle noch. Zack, das war die Falle. Ja, Teile ist immer gut. Dahin. So, dann haben wir wieder Schlüssel. Yeah, ein Schlüssel, ein Schlüssel. Ich denke, wir hatten gerade 50 Schuss noch von der Pistole. Einmal haben wir nichts mehr. Oder nicht mal viel, nur die Hälfte. Da ist noch mal eine Granate, die werde ich gebrauchen. Jetzt warten wir mal, wenn Tentakelviecher gleich kommt, wie wir ja schon festgestellt haben. Bolzen, Harpunen haben wir voll brand. Oh, bauen wir mal. Gift finde ich jetzt nicht wirklich gut. Ah ja, Explosiv. Explosiv. Explosiv wollte ich bauen, Mann. Was ist denn los? So, dann haben wir ein bisschen was gebaut. Noch ein. Da haben wir voll. Kälte. Können wir starre. Blend brauche ich nicht. Gut, gut. Hallo. Nochmal so einer. Hi, ich habe grüne Haare. Jo, Klipper. Ja, klar, die Bärenfalle, die war mies gelegt. Die war eindeutig mies gelegt. Den machen wir so kaputt. Bams! Der ist natürlich nicht tot, hä? Natürlich nicht. Jetzt ist er tot. Er ist tot. Kurz nachladen. Da haben wir nachgeladen, da haben wir nachgeladen. Da haben wir auch nachgeladen. Die Bärenfalle war jetzt ein bisschen mies. Nur ein bisschen. Nochmal Glibber. Glib, glib. Arsch. Und Skitter geht hinter uns zu, oder? Oh mein Gott. Wann kommt das Viech? Wann kommt das? Wird sich ja sicher nicht mal lange auf sich warten lassen. Okay, hier kann ich die Drähte. Die Drähte entzweien. Wow. Dann machen wir das mal. Verteilerkastensicherung. Eine Hochspannungssicherung aus einem Verteilerkasten. Die funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Ich hab grad gedacht, das wäre eine Falle wieder. Ja. Und ein Ventilrad. Ein Ventilrad, ein Ventilrad. Jetzt kommen sicher Tentakelarme, oder? Oder auch nicht. Jetzt wird hier erstmal Wasser entpumpt. Und man muss wirklich da durch. Ich glaube es nicht. Ich frage mich jetzt nur, wo kamen die Arme her? Weil war ja alles zu. Wo ist es denn hingeschwommen? Darum geht es mir eigentlich. Oh, ist alles so glitschig, glibrig hier. Glitschig, glibrig. Glitschig, glib. Da ist ein Gegner. Oder mehrere Gegners. Steh nicht auf. Bleib so, wie du bist. Natürlich bleibst du nicht so, wie du bist. Na, super.
Tentakelviech. Ja, ich freue mich. Nimm Spritze. Nimm Spritze. Nimm die Spritze. Geht doch. Nimm die Patronen. Und sei glücklich. Sei glücklich. Wir laufen direkt auch noch zum Tentakelviech hin. Das ist ja noch die Härte dran. Okay, dann gehen wir mal weiter. Hallo. Ja, natürlich. Genau dem Viech hinterher. Wieso nicht? Ich kann ihn nicht kaputt machen. Kann ich ihn kaputt machen? Ich will ihn doch nur kaputt machen. Nee. Die sind eigentlich unzerstörbar. Okay. Einmal ist hier wieder alles zu. Ja, hol mich, komm. Jetzt verbrenne ich alles und jetzt kommt Tentakeln so. Was? Du hast das alles kaputt gemacht. Nein, nein, ich mag da nicht durch, nein, nein, ich mag da nicht durch, nein. Das zerquetscht mich sicher, oder? Kein normaler Mensch geht da durch. Kontrollpunkt, hey, Strom. Ach du Scheiße. Hab ich gerade einen laufen gesehen? Da war doch gerade ein Schatten, oder? Ja, da ist ein Schatten. Da ist ein Schatten. Aber von was? Das weiß kein Mensch. Naja, ich würde aber trotzdem sagen, das war's mit diesem Part. Es geht noch weiter im nächsten Part. Also lasst eine Bewertung da im nächsten Part. Wir werden wahrscheinlich Tentakel, den Fuzzi-Viech treffen und besiegen. Also würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.